Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch Teil 5. Direkt vorweg, ich habe eine schlechte Nachricht. Und zwar hat die erste Aufnahme nicht aufgenommen, weil ich vergessen hatte, meine externe Festplatte anzuschließen, mit der ich normalerweise, auf der ich normalerweise die Let's Plays und sowas alles aufnehme, weil mein Rechner nicht mehr die Kapazitäten hat. Okay, ist ja auch egal. Jetzt sind also 25 Minuten einfach mal weg. Das Gute ist, dass ich ja auch alles nochmal manuell speichere, wenn ich irgendwie eine Folge beende. Und das bedeutet, ich konnte jetzt zurückgehen zu dem Punkt, wo wir waren, ohne dass ihr jetzt irgendwas verpasst. Es ist halt nur voll dumm, weil wir werden gleich noch zu einem Rätsel kommen, alles, woran ich gerade echt lange gesessen habe. Aber gut, also ich werde es jetzt genauso nochmal machen wie vorher. Wir gehen zuerst zu Henris Wohnung. Da werden wir zwar nicht weit kommen, aber ich habe es halt. Als ich mich Henris Wohnung näherte, kamen mir Zweifel, ob es so eine gute Idee war, so kurz nach seinem Tod hier hinzukommen. Ja, ich hatte halt gedacht, wir wollen ja Spuren sammeln, dann wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich gucke mich jetzt einfach nochmal mit euch um. Es tut mir super, super leid, dass das Ganze jetzt nicht mehr so wirklich spontan sein wird hier. Tonys Brasserie sah teuer aus. Pariser Frühlingsmode erinnerte mich daran, warum ich diese Stadt so liebte. Der Name Sascha kam mir von der Liste in Henris Kreditkartenbrief bekannt vor. Ja, richtig. Paris hatte wirklich eine Menge ganz ähnlich aussehender Cafés. Und das ist die Wohnung? Das war die Tür zu Henris Wohnung. Die ist allerdings verschlossen. Und wir kommen jetzt auch nicht rein, um das schon mal vorweg zu spoilern. Die Eingangstür war verschlossen. Kaum überraschend. Sprechanlage. Ja, bitte? Wer ist da? Verzeihen Sie die Störung, Madame. Hier ist George Stobbart. Könnte ich kurz mit Ihnen reden? George wer? Was? George Stobbart, Madame. Ich komme von der Versicherung. Um Gottes Willen, gerade heute will ich keine Versicherung abschließen. Nein, Madame, ich bin kein Vertreter. Es geht um den Diebstahl in der Galerie. Ah, verstehe. Wenn es um euer Geld geht, verschwendet ihr keine Zeit, was? Im Moment ist es schlecht. Sehr durcheinander. Madame, ich... Ja. Nun gut. Also so weit kommen wir da... Das hatte ja nicht viel gebracht. Genau, wirklich weiter kommen wir da auch nicht. Deswegen bin ich hier auch direkt wieder raus. Und bin dann doch zu Vera Security gegangen. Und wie gesagt, das mit dem Rätsel und so, das zeige ich euch jetzt gleich alles. Und da wir jetzt dann da ja ein bisschen schneller vorankommen, wird auch nicht mehr so viel für mich schon bekannt sein. Also gehen wir jetzt einfach mal dahin und gucken mal. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Natürlich gucken wir uns erst wieder um. Die Klimaanlage passte sehr schön zu den Art Deco-Verzierungen. Ich dachte eigentlich immer, das heißt Art Deco, nicht Art Deco. Hier sah es aus, als wäre die Bude schon lange geschlossen. Okay. Vera Security. Hier würde ich ein paar Antworten finden. Hoffentlich. Und hier haben wir noch eine Neon-Reklame. Das Neonzeichen summte und flackerte fürchterlich. Angucken. Bitte bleiben Sie von der Reklame weg. Sie machen es nur noch schlimmer. Das sagt er. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Und deshalb dachte ich halt, oder ich habe halt in der ersten Aufnahme gesagt, von wegen, dass mich das gar nicht an einen Kiosk erinnert, sondern... Ich finde eher, das sieht aus wie so ein Krimskramsladen, oder? Also, weiß ich ja nicht. Der Kerl schaffte es, beschäftigt auszusehen, obwohl kein einziger Kunde da war. Oh,
Und er macht es wieder. Er hat es gerade auch schon gemacht. Sie einfach so weggedreht. Im Sinne von, keine Ahnung, nee, was, ich guck dich nicht an, was? Nein, ich beobachte dich auch nicht. Aber wir reden mal mit dem guten Kioskbesitzer. Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche die Firma Vera Security. Aber natürlich, das ist der Laden gleich hinter Ihnen. Vielen Dank. Ich heiße übrigens George. Nennen Sie mich einfach Bassam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Ist das nicht schlimm? Der Arme leidet unter Migräne. Reden wir doch mal mit ihm darüber. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich. Das Gesumme und Geblitze von der alten Neonreklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neonreklame hätte ein gewisses Potenzial. Aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg und macht mir tierische Kopfschmerzen. Ich finde es übrigens interessant, wie sie manchmal auch reden können, ohne ihre Lippen zu bewegen. Soll ich mal versuchen, die Neonreklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. Und das war's halt. Das Rätsel, was jetzt kommt gleich. Wenn ich ihn jetzt übrigens anspreche, komme ich dann schneller zum... Also bei mir war halt das Problem, ich habe mir die Reklame angeguckt und habe absolut nicht gewusst, was ich da machen soll. Ich zeige euch das mal. Also ich wusste schon, wie das Rätsel funktioniert, aber ich wusste nicht, was ich da für ein Wort bilden soll. Ich schaute mir die Neonreklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Genau, hier das lose Kabel. Dieses Kabel war lose. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Darauf habe ich gedrückt und... Ich riss das Kabel ganz heraus. Genau. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Und ich hatte hier schon gesehen, dass ich die Buchstaben anheben kann. Ja, dass ich die verschieben kann, das habe ich verstanden. Schon beim ersten Mal, als ich hier drin war tatsächlich. Mein Problem war einfach nur, ich wusste absolut nicht, was ich da jetzt für ein Wort legen soll, weil weder die Buchstaben für Kiosk noch die Buchstaben für Bassam waren irgendwie da und ich wusste nicht genau, was das Spiel von mir möchte. Und deshalb bin ich halt wieder rausgegangen, nachdem ich hier ein bisschen was versucht hatte und auch ein bisschen was umgeschrieben hatte mit den Buchstaben, die hier waren, auf meinen kleinen schlauen Zettel. Und hatte dann wieder drauf gedrückt, weil ich gucken wollte, ob es sich zurücksetzt, was es auch tut. Nur habe ich da einen Hinweis angezeigt bekommen, dass ich halt die Buchstaben verschieben kann, wo ich mir auch so dachte, ja, super, das weiß ich doch schon. Und dann sagte George allerdings auch, ich soll wohl ein bestimmtes Wort legen. Und ich war dann halt stutzig, weil bis dahin kannte ich kein Wort, was ich da jetzt legen sollte. Und wie gesagt, weder Bassam noch Kiosk oder was würde ja funktionieren. Also habe ich nochmal mit Bassam geredet und habe des Rätsels Lösung gefunden. Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Ja? Ich könnte mir Ihre Reklame ja mal ansehen. Vielleicht fällt mir was ein. Sie sind ein hilfreicher Geist. Wie aus einer Wunderlampe. Und ich hatte mir schon die Worte Sehnsucht und Fernweh und sowas aufgeschrieben. Und als er dann gesagt hat, Wunderlampe, kam mir direkt in den Sinn, Aladdin? Fragezeichen? Erzählen Sie mir was über Ihre Geschäftsidee. Dieser Laden wird mir mein Studium finanzieren. Und ich sammle zugleich praktische Erfahrungen. Aber dieses unsinnige Schild arbeitet gegen mich. Es sollte den Namen meines Ladens hinausschreien. Ich brauche etwas Neues, aber Vertrautes. Strahlend und auffällig, aber zugleich subtil und symbolisch. Ganz genau. Und mit
den Stichworten bin ich dann halt wieder zur Reklame hin. Und wie gesagt, Aladdin kam mir halt direkt in den Sinn. Und jetzt hier, weil, genau, dein Ziel ist es, die Buchstaben so neu anzuordnen, dass ein neues Wort entsteht, welches zu Bassams Dilemma passt. Die Buchstaben, die das neue Wort ergeben müssen erleuchtet sein und dazu in die 7 Stellen rechts von dem Zeichen platziert werden. Nimm dazu einen Buchstaben auf und verschiebe ihn an eine leere Position. Dann kannst du den Buchstaben durch erneutes Benutzen an diese leere Stelle verschieben. Gut. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Wie gesagt, schon. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen. Psst, George, ich rede. Und genau, das habe ich halt direkt am Anfang auch verstanden. Und ich habe hin und her überlegt und wusste halt, okay, es muss irgendwas mit Aladdin zu tun haben. Und habe deshalb dann irgendwann einfach das Wort geleakt. Und das machen wir jetzt hier nochmal. Dabei ist es auch völlig wurscht, was hier drin steht, tatsächlich. Aha, das schien ein guter Name zu sein. Sieht Aladdin. Hallo, Bassam. Wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber... Aladdin! Wie cool! Ein toller Name für meinen Laden. Passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. So. Und jetzt bin ich hier noch reingegangen und dann gleich ist es hoffentlich wieder blind, auch für mich. Wie gesagt, es ist ein bisschen blöd, weil ich ja jetzt das alles schon wusste und es nicht mehr so witzig war, weil ich habe da echt gesessen und habe gedacht, ich bin noch blöd. Wieso komme ich da nicht drauf, was ich da legen muss? Und dann rede ich nochmal mit ihm und er sagt bla 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 Wunderlampe und so. Und dann dachte ich, ah, okay, das macht natürlich Sinn. Und jetzt gehen wir mal zu Vera Security rein. Hilfe! Was ist denn los? Da ist ein Monster! Was? Wo? Auf dem Boden! Tun Sie es weg! Ach, die Kakerlake! Ja, die Kakerlake. Helfen Sie mir. So, das habe ich auch schon alles gehört. Wir gucken uns die jetzt genauer an. Komm schon, Kleine. Die würde ich mit bloßen Händen niemals fangen. Genau. Auf dem Boden waren Krümel. Kein Wunder, dass sich die Kakerlake hier wohlfühlte. Richtig. Wir haben allerdings nichts dabei, mit der wir sie fangen können. Also gehen wir wieder raus. Gucken uns hier nochmal die Sachen an. Der ganze Laden hatte eindeutig etwas sehr Provisorisches an sich. Die arme Pflanze? Sogar die Blume sah deprimiert aus. Obwohl tot würde ich nicht sagen, dafür ist sie eigentlich zu grün, oder? Finde ich immer noch so schön. Bin ich hier eigentlich der Kammerjäger? Weil da eine tote Ratte auch noch liegt und er zuckt nur die Achseln. Da war eine riesen Kakerlake im Weg. Ja. Da musste ich auch schon schmunzeln, weil ich mir auch dachte, ist George eventuell ein Sim, weshalb er nicht an einer Kakerlake vorbei, besonders jetzt, weißt du, wenn sie so zur Seite geht, an einer Kakerlake vorbeigehen kann, um die Schublade zu öffnen. Ein sehr simlisches Verhalten, würde ich mal sagen. Als würde ein Stuhl im Weg stehen. Okay. Romanovs, eine russische Zigarettenmarke. Das Päckchen war leer. Wir nehmen auf jeden Fall die Streichhölzer mit. Eine volle Streichholzschachtel. Genau. Als Kind hat man mir immer gesagt, ich solle nicht mit Streichhölzern spielen. Aber ich konnte der Versuchung nie widerstehen. Wir gucken uns hier nochmal den Aschenbecher an. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Mit goldenen Filtern. Sehr exotisch. Ich schreibe mir auch nochmal gerade auf. Goldene... Filter, Zigaretten. Hatte ich nämlich beim ersten Mal nicht gemacht. So. Und jetzt bin ich tatsächlich wieder blind. Denn obwohl wir auch die Streichhölzschachtel etc. haben, können wir die Kakerlake immer noch nicht fangen. Denn er stülpt jetzt gleich die Streichhölzer raus. Ich kippte die Streichhölzer aus. Ich konnte sie nicht fangen, indem ich nur rumfuchtelte. Vielleicht konnte ich sie aber näher ranlocken.
Genau, und ich weiß halt leider nicht, wie er sie näher ranlocken will, weil er kann scheinbar auch nicht zu den Krümeln, weil ja diese mega fette Kakerlake im Weg ist. Und ab jetzt ist alles wieder blind. Ich weiß nicht, was passiert. Und möchte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich zu blöd war, meine externe Festplatte anzuschließen, weshalb das Ding nicht aufgenommen hat. So, können wir hiermit irgendwie eine Brücke bauen oder so? Das hätte nicht funktioniert. Natürlich nicht. Okay, vielleicht sprechen wir auch nochmal mit der hysterischen Frau, nachdem wir uns das Telefon angeguckt haben. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut, besonders die Kosten. Mal gucken. Sie hatte offenbar echt Angst. Wie sie aussieht. Hallo, ich bin... Kakerlake, ich sehe das kleine Biest. Das war's schon? Okay, also hier drin können wir wahrscheinlich nichts machen, ne? Es sah aus, als gäbe es da hinten noch ein Büro. Da können wir noch nicht durch. Kakerlake? Ich wollte nicht auf die Kakerlake treten. Natürlich nicht. Ich hab's übrigens auch mit dem Rasierwasser versucht. Es hat auch nicht funktioniert. Vielleicht hat Bassam ja irgendwas, womit ich eine Kakerlake fangen kann. Also wie gesagt, ab hier wieder alles blind. Ah, Monsieur Stobart. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche was zum Fangen einer Kakerlake. Kennen Sie zufällig eine gute Methode, um eine Kakerlake zu fangen? Ehrlich gesagt, liegen mir Fragen zum Haushaltsausgleich unter liberalen ökonomischen Rahmenbedingungen mehr, George. Aber als Laie würde ich eine Falle vorschlagen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sie einfach zerquetschen. Und warum nicht? Weil ihre gesamte Familie den Geruch wittern und zur Beerdigung vorbeischauen würde. What? Das wollen wir nicht. Sie brauchen eine Art Behälter. Dann würde ich das hier reinlegen. Teegebäck? Was ist das denn? Ein Keks? Der perfekte Kakerlakenkeks. Trocken, langweilig, man schmeckt nichts. Und will trotzdem immer noch einen. Ich werd's mal versuchen. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Aber es ist echt seltsam, dass die manchmal so ganz reglos, vereist, eingefroren da rumstehen, wenn die reden. Weiß nicht, ob das irgendwie an meinem Rechner liegt oder ob das komisch animiert wurde. Wissen Sie etwas über Vera Security da drüben? Nichts Genaues. Ich bin noch nicht lange hier, aber die auch nicht so, wie es aussieht. Was meinen Sie damit? Schnell hochgezogen, der Laden. Neues Schild, geringe Investitionen und keine Kunden außer Ihnen. Gut. Ich würde sagen, das war's erstmal. Wir gehen nochmal rein. Und probieren das dann mal mit dem Keks in die Streichholzschachtel. Dabei immer schön wegdrehen, damit keiner sieht, was man macht. Ich hatte dem Winzling zu einem tollen Heim verholfen. Okay, ah, da ist nur ein Stückchen bei. Okay, super. Dann gucken wir uns doch nochmal die Kakerlake an. Und nehmen die Schachtel, aka die Falle. Ich musste die Falle irgendwo aufstellen und warten. Dann war meine kleine Freundin am Zug. Okay. Ich stellte meine clevere Falle auf. Jetzt musste ich nur noch abwarten. Und jetzt zumachen, wa? Erwischt! Sie sind ein Gentleman, zweifellos. Ich hasse Kakerlaken. Stets bereit, einer Dame in Nöten zu Hilfe zu eilen. Darauf möchte ich wetten. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch. Mit wem kann ich hier ein paar geschäftliche Dinge besprechen? Mit mir, Sherry. Ich bin Annette, die Managerin. Du meine Güte, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht wegen der Handschuhe, verstehen Sie? Oh, den Fehler machen viele. Aber wenn Sie es dann merken, baut mich das wieder auf. Oh, ich wurde auch schon wieder aufgebaut. Sehr oft. Praktisch von null wieder aufgebaut. Okay, dann reden wir doch mal mit ihr, mit der lieben Annette. Ja, bitte. Bürotür, Galerie. Ich fange mal ganz langsam an mit der Galerie.
Es gab einen Diebstahl im Les Arts Bleus. Ein Gemälde wurde geraubt. Jammer, schade. Aber ich bin sicher, Sie werden drüber wegkommen. Ich glaube, Ihre Firma war für die Sicherheit zuständig. Oh nein, waren wir nicht. Oh wohl, waren Sie doch. Gar nicht. Wohl. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Aber ich nicht. Aber wir haben eine Auftragsbestätigung. Fragen Sie erstmal über die Bürotür. Annette, wollen wir zweimal kurz im hinteren Büro verschwinden? Hallo? Wofür halten Sie mich? Bitte? Nein, ich meine, darf ich da mal einen Blick reinwerfen? Oh, verstehe. Nein, dürfen Sie nicht. Das ist privat. Okay, dann zeigen wir ihr jetzt die Da Auftrags- steht, dass Vera mit der Sicherheit der Galerie beauftragt wurde. Genau. Da haben Sie wohl keine gute Arbeit geleistet, was? Woher haben Sie das? Aus der Galerie. Der Vertrag wurde gekündigt. Sie können uns nicht die Schuld geben. Mhm. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ja, ich auch. Der Laden stank förmlich nach Briefkastenfirma und die einzige Anwesende war nicht sehr hilfsbereit. Jupp. Vielleicht würde ich im Büro selbst mehr Informationen finden. Sind Sie fertig? Ich würde mir nämlich gern das nächste Rennen anhören. Okay. Ich hab nen Keks. Diese staubtrockenen Hustedinger sind widerlich. Ich hab ne. Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal, ist sie nicht putzig? Wie geht's? Bleiben Sie mir vom Leib damit. Okay, wir probieren wieder alles aus. Ich habe ein paar Streichhölzer. Ja, ich habe gesehen, wie Sie sie mitgenommen haben. Behalten Sie sie. Ich kann es mir nicht mehr leisten zu rauchen. Mhm. Bei deiner Stimme? Nein, danke. Kommt Ihnen dieser Nagelknipser bekannt vor? Ja, ich meine natürlich nein. Woher sollte ich den kennen? Mhm. Kennt sie etwa den... Wie hieß er jetzt nochmal? Lane? Erkennen Sie es wieder? Puh, das Zeug brennt einem glatt die Haare von den Beinen. Ich hatte mal einen Chef, der das Zeug benutzt hat. Sie wissen, was ich meine. Danke. Okay, also, wir müssen da rein. Können wir uns hier mal jetzt angucken, was da drin ist? Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Ja. Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Das finde ich aber gut. Aber ja, es würde mir tatsächlich was ausmachen. Okay, wir müssen da irgendwie rein. War daneben nicht ein leeres Geschäft? Hier sah es aus, als wäre die Bude schon lange geschlossen. Kommen wir da rein? Nee, ich musste was anderes versuchen. Vielleicht irgendwas mit dem Stromkasten? Ich brauchte eine bessere Idee. Okay. Gut. Ich würde sagen, das war's dann jetzt für diesen Part. Ich mache mir mal Gedanken dazu, wie wir eventuell in den Laden, also in die Bürotür hinten reinkommen. Und bedanke mich jetzt ganz herzlich fürs Zusehen. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video am Donnerstag. Ciao und bis bald.